So, ihr Lieben, willkommen zur Folge 17. Das Thema ist die Stille und dann machen wir jetzt das weiter und dann schließen wir das dann morgen ab mit Talia. Und jetzt aber erstmal Sona dran. Akt 2. Die Stille heißt das Ganze. Es ist so früh. Okay, Kaiser trifft vielleicht gleich Sona. Warum will sie Sona sich ausgerechnet jetzt mit uns im Einkaufszentrum treffen? Stimmt, die wollten ja sich dort treffen. Wo dann Sona irgendwas erzählen wollte. Die Hälfte der Geschäfte hat geschlossen. Sona winkt. Oh, hallo Sona. Schön, dich bei Tagesanbruch zu sehen. Guten Morgen, Miss Kaiser. Und hallo Shizu. Sona gestikuliert. Ihr hört es ja, das ist dann wahrscheinlich immer Sona. Danke, dass du dich hier so früh mit uns triffst. Ich weiß, es mag euch seltsam vorkommen, aber es gibt einen guten Grund, warum wir diesen Ort gewählt haben. Was? Es gibt einen guten Grund. Ich habe diesen Teil für mehr Klarheit hinzugefügt. Schon in Ordnung. Ich nehme an, wir sind nicht zum Shoppen hier. Vielleicht später. Ich hätte gehofft, ein paar Bücher für die Schule zu finden. Schizo, du kannst lesen? Sona formt 2 L mit ihren Händen und zeichnet damit die Form ihres Lächelns nach. Hä? Jetzt verstehe ich, was gemeint ist. Wie ich schon sagte, ich übersetze einfach nur für Miss Sona. Ich habe keine Verwendung für akademische Bücher. Sie sind schwer und sehr schmerzhaft, wenn sie geworfen werden. Richtig, ich vergesse immer, dass du quasi ein magischer Butler bist. Das ist nicht witzig. Ich bin ein mächtiges magisches Wesen von einem Ort jenseits der Sterne. Und diese Zeit sind weniger Leute im Einkaufszentrum. Und weniger Leute bedeutet weniger Lärm. So viel Lärm vernebelt meine Gedanken. Vernebelt deine. Was meinst du damit? Es begann vor ziemlich genau einem Jahr, als Zoe die Stadt angriff. Erinnert euch vielleicht noch? Also schon ein bisschen länger her, I guess. So 3 Jahre, I guess. Ne, 2 Jahre. Als Zoe die Stadt angriff, Miss Ona war dort. In einem der Wohnviertel, die am schwersten getroffen wurden. Mittendrin im Geschehen. Lauf, schrie ein Zivilist aus dem Weg. Die Sterne fallen. Ladenbesitzer, geh in Deckung, bevor. Oh nein! Zerstörung war ohrenbetäubend. Sie konnte sich nicht bewegen, sie konnte nicht atmen. Miss Sona konnte nur noch zusehen, wie ihr Viertel in Schutt und Asche gelegt wurde. Sona gestikuliert erneut. Schreie verschmolzen mit dem Lärm der Stadt, die Sirenen, die kreischenden Sirenen. Ich habe schreckliche Dinge gehört. Es dröhnt immer noch in meinen Ohren, wie ein dissonanter Chor. Deshalb kommt Miss Sona immer zu spät zum Unterricht. Sie wartet ab, bis die Menschen zur Ruhe gekommen sind. Die Geschäftsleute am Bahnhof, die Schüler im Schulhaus. Und bis die Glocke verstummt ist. Sona, ich hatte keine Ahnung. Das tut mir so leid. Was bedeutet das, Shizu? Miss Sona sagt, ich bin jetzt eine Sternwächterin. Wenn sie die Uniform trägt, ist alles einfacher. Das ist wirklich schön zu hören. Ich bin froh, dass sie dich an ihrer Seite hat, Shizu. Keine Sorge. Warte, dass sie dich an ihrer Seite hat. Also Sona. Also sie ist froh, dass Sona Shizu an ihrer Seite hat. Okay. Das war ein bisschen verwirrend. Keine Sorge, Miss Kaiser. Ich bleibe bei ihr. Ich bin tapfer und stark, genau wie Miss Sona. Einkaufszentrum-Maskottchen. Hallo zusammen. War das ein. Egal. Okay, Shizu ist abgehauen. Hallo, mein Name ist Mimi. Hallo Mimi. Sona, warte. Ja, der ganze Lärm muss sie vertrieben haben. Tja, nettes Kostüm. Kostüm? Was soll das heißen? Das Ster Kostüm des Sternwächtervertrautens. Nein, ich bin echt. Genauso wie echt wie die Sternwächter. Komm schon, Mann. Lass den Kindern den Spaß. Die Sternwächter? Okay, übertreib es nicht. Also, nicht vergessen, es ist Skiball-Sonntag. Unbegrenzte Runden
Den ganzen Tag lang. Nur in der Arcade-Welt. Also, okay, wir wollen wieder in die Arcade-Welt. Also, es dreht sich so ein bisschen in die Arcade-Welt. Mama, schau, das ist Mimi. Hallo zusammen. Das war aufregend. Das Einkaufszentrum füllt sich langsam mit Leuten. Sona formt noch einmal 2L und zeichnet ihr Lächeln nach. Ha. Ah. Du kannst mir vertrauen, Sona. Wenn du dich, du weißt schon, überfordert fühlst, werde ich mein Bestes tun, um dir zu helfen. Sona nickt. Kommt. Die Arcade öffnet. Skee-Ball Sonntag, gehen wir. Oh, das sind aber viele Gamer. Du schaffst das, Sona? Atme einfach tief durch. Das sagen die Leute doch immer, oder? Sona schnauft aufgeregt. Mist, das funktioniert nicht. Sona, hörst du das? Versuche dich auf ein einzelnes Geräusch zu konzentrieren. So. Welches wollen wir? Das Scheppern der Marke im Wechselautomaten, das Klackern der Skibälle in den Taschen? Das ist vielleicht ein bisschen too much. Das Trampeln der Füße auf dem Fliesenboden. Ich finde, das da kann man sich gut dran erinnern. Sona hält inne und lauscht kurz. Ich glaube, es funktioniert. Neuer Rekord, nimm das, Omega Cyber. Ding, ding, ding. Uff. Ja, das war sehr laut, I guess. Sona, kann ich dir irgendwie helfen? Sona zuckt und nimmt die Hände von den Ohren, um zu gestikulieren. Wo ist Shizu? Uff, das dumme Einkaufszentrum-Maskottchen hat alles ruiniert. Tut mir leid, Sona, ich verstehe nicht. Sona, warte. Wir haben deine Bücher noch nicht besorgt. Sag, da ist sie Sona weg. Ja, du magst sie nicht, die Aufregung. Und deswegen ist sie wieder fort. Das war Sona. Teil 2. Teil 3 kommt dann irgendwann später. Und dann schließt du das Ganze morgen mit Talia ab. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, könnt ihr auch mal Feedback da lassen. Macht's gut.